Herzlich willkommen zu Mungospielkiste und Kerbem Space Programm. Ja, wir haben hier schon unsere erste unbemannte Mission. Ich habe einfach schon mal vorab ein bisschen was gebastelt. So ein bisschen basierend auf unserem letzten Versuch oder auf unserem letzten Start. Also hier unten, das ist schon mal alles gleich. Also innen drin dieses Gitterteil, 4 Mystery Goo Container, 4 Landefüße. Da drüber, das ist jetzt neu, da haben wir die Science Junior. Das ist quasi nochmal ein extra Experiment, was man machen kann im Raum. Das ist halt ein bisschen größer, ne? Das klappt sich dann auf und sammelt halt Proben. Das kann man machen. Und das habe ich jetzt zweimal übereinander. Dann hier oben drauf, das ist quasi der, ja, die unbemannte Kapsel der Stay Putnik Mark 1. Das ist quasi ein Fernsteuermodul, kann man so sagen. Ne? Also der erste Satellit, den wir hier haben. Dann habe ich hier Batterie-Packs, 4 Stück, angebaut. Ja, weil das Ding läuft ja nur mit Elektrizität und die kann man wieder aufladen, diese kleinen Packs. Dann haben wir hier an der Seite haben wir eine wollte ich da noch hinmachen. Eine Antenne, die kann man so ausklappen. Kann ich die in einem ausgeklappten Zustand anzeigen? Weiß ich jetzt gar nicht, wie das geht. Und hier haben wir dann 2 Fallschirme, die an den Seiten dran sind. Weil das ganze Ding wird jetzt natürlich etwas schwerer. Und dann habe ich mir gedacht, nehmen wir 2 Fallschirme, damit wir auf der sicheren Seite sind. Das Ganze sitzt dann auf 2 400er Tanks mit einem LV909 Antrieb, der halt für Outer, also extraterrestrisch, für außerhalb der Atmosphäre gut geeignet ist. Dann habe ich hier 3 400er Tanks und halt die LVT-45 Flüssigtreibstoffrakete mit dran gebaut, die lenkbar ist. Und dann hier außen drum zu nochmal 4 von den großen Booster-Raketen, inklusive den 9 steuerbaren Panels, also steuerbare Flügel. Ja, und dann habe ich mir das abgeguckt. Hier unten drunter nochmal Stack-Decoupler drunter mit Füßen. Mal gucken, ob das ganze Ding so stehen bleibt. Also ein bisschen schwierig, dass man den Booster so tief setzt, damit der etwas tiefer ist wie das Ding. Weil ich die Decoupler nicht so nah, beziehungsweise nicht so weit unten ansetzen wollte. Die wollte ich schon etwas höher haben. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass das ganze Ding auch irgendwie in den Weltraum kommt. So, und da steht das Ding auf den Füßen. Es steht sogar relativ stabil. Ach ja, dann haben wir hier noch den, ja, die Autopiloten quasi mit angebaut. Ich probiere mal, wie das Ding funktioniert oder auch nicht. Da kann man das, glaube ich, mit abstellen, weil der hat auch nur elektrische Energie bis zu einem bestimmten Grad. Und dann Custom Window Editor, ja, keine Ahnung, was man hier so alles. Surface Info. Achso, das ist quasi so ein Infobildschirm, wo wir so gerade sind, wie hoch und so weiter und so fort. Smart SAS. So, damit kann man, glaube ich, schon mal ein bisschen was steuern. Genau, damit kann man schon mal steuern. Aber wir wollen ja jetzt gerade noch nicht steuern. Wir wollen ja einfach nur mal ins All und da ein paar Experimente machen. So zum. Also wir haben jetzt hier auch 415 Energieeinheiten für Strom. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und dann wollen wir mal gucken, was uns hier das erste Experiment hier unten vielleicht schon bringt.
Das Ding klappt sich so auf und hier würden wir schon mal 7,5 Science-Punkte dafür bekommen. Das wollen wir aber noch nicht, dann klappt sich das Ding wieder zu. Wir werden jetzt das ganze Ding starten. Ja. Als erstes werden hier unten die. Das können wir auch alles zusammenlegen hier auf eine Stufe. Nee, läuft's da mit rein in die Stufe. Ja, dann wird das jetzt zusammen starten, wenn wir auf Space drücken. Und 3, 2, 1. Jetzt ist auch die Stufe ausgebrannt und ihr seht, man kann hier so wunderbar steuern. Die Flügel drehen sich dann mit. Sind wir denn schon? Aber wir sind in einer ziemlich steilen Parabel unterwegs. So, ich möchte jetzt aber, da seht ihr, dass das Ding auch nicht mehr als Rakete oder als Kapsel angezeigt wird, sondern als Satellit, ne? So, ich möchte aber dann auch noch mal hier gucken, dass wir in eine andere Richtung gelangen. Da vielleicht hin. Spannend, wie weit müssen wir da denn vermuten? Kuppeln das Ding erstmal ab. Haben jetzt natürlich keine Möglichkeiten, irgendwie uns zu bewegen, noch nur ganz langsam. Versuchen wir mal in die Richtung zu kommen. Das
dreht er sich immer weiter. Da will ich aber eigentlich gar nicht hin. Ja, schon lustig. Da werden jetzt Steuerdüsen ganz hilfreich. Ja, wir sind jetzt auch gleich so langsam. So, jetzt. Aufs Festland. Wir müssen da in die Berge irgendwie rein. Sieht ganz gut aus. Wir sind von der Route schon weit, weit weg. Geben wir trotzdem noch ein bisschen Gas. Um noch so ein bisschen weiter zu kommen. So richtig schön ins Hochgebirge reinkommen. Denkt man nicht, dass da in Polen, in der Polregion werden wir nicht reinkommen. Bisschen rum. Aber viel steuern können wir jetzt nicht mehr. Das Ding auch quasi absprengen. Es ist auch wirklich mühsam, sich jetzt so hoch. Nee, kopfüber wollen wir natürlich nicht fallen. Ja, der Eintritt in die Atmosphäre. Aufzustellen. Starten bei dem Fallschirm, der unseren Fall auch noch bremst. Dazu gibt es dann auch noch die Landefüße. Und wir auch hoffentlich ganz sicher landen. Ja, also wir können hier auch keine Crew Reports oder sonst was machen.
Das geht einfach nicht. Nur 3,5. Wuff, jetzt sind die beiden aufgeklappt. Und mit 5,6 Metern pro Sekunde sinken wir zum Boden. Es sieht auf jeden Fall schon mal recht interessant aus, dieses Gebilde, was wir uns da gebastelt haben. Einen Mystery-Goo-Container haben wir noch über. Da sehen wir auch unseren Schatten. Das ist ein besseres Indiz, wenn wir nun wirklich unten sind. Und nein. Och Mensch, wieso musste der jetzt umfallen? Ah, verfluchte, verfluchtes, blödes Ding. Oh, 0,2. Ich bin begeistert. Können wir den Rest dann vielleicht noch retten? Können wir doch auch noch recovern. Ja, das gibt auch noch mal 2,6. Das ist toll. Das hat uns eine Menge gebracht, muss ich schon sagen. Wirklich viel. Ja, schade. Daraus lernt man. Daraus lernt man. Wir haben 16 Science-Punkte. Damit können wir natürlich ja nichts machen. Ja nichts. Das heißt, wir müssen tatsächlich doch wieder jemanden ins All bringen. Aber das wird erst in der nächsten Folge passieren. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was auch immer du sein magst. Und tschüss, bye bye.